Willkommen zu meinem letzten Video in diesem Jahr. Heute geht es darum, dass ich euch zeigen möchte, wie man einen Tangle-Teaser, der so benutzt nicht wirklich sehr appetitlich ausschaut, ganz schnell und effektiv reinigen kann. Alles, was wir dazu brauchen, ist heißes Wasser, eine Zahnbürste und Shampoo, das ihr ansonsten vielleicht nicht mehr verwenden könnt. Als erstes gehen wir hier jetzt mal durch und entfernen die Haare, noch hier drinnen hängen. Die bleiben der Zahnbürste sehr schön haften, kleben und lassen sich dann ganz super entfernen. So. Huch. Ja, die Haare sind draußen. Und wie man sieht, es sind hier ganz viele dunkle Stellen. Das kommt daher, dass man natürlich Pflegeprodukte in den Haaren hat oder sonstige Rückstände wie Staub oder Dreck. Und das setzt sich alles da bei den Borsten ab. Ich habe es heute entsprechend nicht so. Um das Ganze jetzt zu entfernen, nehme ich meine Zahnbürste, gehe mit der ins Wasser und schon mal so ein bisschen durch, damit eine gewisse Grundnässe da ist. Und jetzt tue ich auf die Zahnbürste das Shampoo, wenn es funktioniert. Jawohl. So. Und damit seife ich die Borsten jetzt ein. Das spritzt ganz schön, also macht das irgendwo, wo der Untergrund nass werden darf. Und dann auch schauen, dass ihr die kleineren Borsten, die hier dazwischen sind, dass ihr die auch schön erwischt und die auch noch sauber machen könnt. Ich nehme jetzt wieder etwas Shampoo auf. So, ich mache das jetzt mal zu Ende. Ja, ich denke, ihr habt gesehen, wie es funktioniert, und dann zeige ich euch gleich das fertige Ergebnis. Ich habe jetzt hier weitergemacht und fast allen Schmutz restlos beseitigen können, um es mir noch ein bisschen einfacher zu machen. Wenn euer Tangle-Teaser schon ein bisschen älter ist und ihr könnt die zwei Hälften auseinandernehmen, dann macht es, nehmt den ab und legt den so in eine Schüssel mit ein. Dann könnt ihr das auch ganz noch... Dann könnt ihr das Ganze auch nochmal wirklich schön im Wasser sauber machen, damit ihr auch wirklich alle Rückstände restlos entfernen könnt. Und dann sind wir auch schon gleich fertig. Ja, und ich denke, wenn man weiß, wie der vorher ausgeschaut hat, dann kann sich das Ergebnis auf jeden Fall sehen lassen. Ich habe hier sämtliche Rückstände wirklich entfernen können und werde den jetzt noch trocknen und dann wieder benutzen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch in das neue Jahr und freue mich, wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei seid und auf meinem Kanal die nächsten Videos auch anschaut. Bis dann, tschüss!